Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Und wir sehen, wir sind sehr dicht an der 1400er Marke und das bedeutet, ich werde die 14.000er Marke als erstes erstmal platzieren, als Pending Box. Das heißt, die Falle schlägt dann zu, wenn der Kurs hier reinläuft und bei 14.007 gehen wir long oder bei 13.992 gehen wir short. Wir bleiben auf diesem Chart und schauen uns das mal an, was gestern an Blue Boxen getradet worden ist. Wir haben eine 25er und nach wie vor das Regelwerk, alle Boxen, die kleiner sind als 30, werden von uns getradet. Idealerweise zu den sehr guten Handelszeiten, nämlich zwischen 8 und 12 und 14 und bis 17:30 circa. Das heißt, die ganz spät abends sind, die haben immer noch das etwas größere Risiko, dass der Markt da nicht so richtig Lust hat. Hier sehen wir die 27er Box, sehr schön ausgebrochen. 31er wäre auch, aber wir halten uns an unser Werk. Und das, die 22er ist direkt hier auch in den Gewinn laufen. Ich bin gespannt, welche Box heute die Eröffnungsbox sein wird. Also Big Number oder vielleicht eine Blue Box. Aber wir sehen hier schon heute Morgen 35 Punkte Trading Range. Das ist also wirklich ordentlich. Da schauen wir mal, ob wir da morgen heute Morgen eine Blue Box bekommen. Ich wechsle den Chart und gehe auf die grünen. Ja, und hier sehen wir, der Kurs heute gestern Abend hier sich sehr schön seitwärts gedünst. Ja, ansonsten hier einmal rein, raus, rein, raus. Also hier gab es gestern schöne Trades auch mit den Vola-Boxen. Hier war es natürlich ärgerlich, da ist man nicht richtig reingekommen, sonst wäre auch hier es ideal. Aber gestern Morgen gab es also für die Hedge-Auflösung keine Box zum Traden und auch hier nochmal der Hinweis für alle Clubmitglieder, wenn wir also morgens wie gestern eine kleine Box haben mit 22 Punkten, die Blue Box, kann man die ruhig oder würde ich die als Hedge-Auflösungstrade auch nehmen, eine blaue Box. Und da macht man das genauso, läuft der Kurs rein in die Blue Box. So, ich zeige es nochmal, läuft der Kurs rein in diese Blue Box und verlässt sie, drückt man auf Kaufen und setzt das Spiel dementsprechend fort. Okay, jetzt gehen wir in die, wie immer morgens, einmal in die großen Zeitebenen rein. Fangen an bei The DAX. Wir haben immer noch eine rote Sonne, haben aber keine rote Kerze und auch das ist, wird kein Long-Signal für uns sein, weil wir keine blaue Sonne hier haben. Wir bleiben auf diesen Bereich und gehen jetzt einmal in Gold. Gold nach wie vor. Die Unterstützung ist hier. Öl haben wir bei 63,43, ist absolut long, also Konjunkturbarometer hier und Schneestürme in Amerika. Dann gehen wir weiter in die Technologiebörse Nasdaq und sehen die Indikation unserer Tagesstrategie, um richtig also auch dort den Startschuss zu bekommen für ein eventuell Short-Setup, war hier mit dem roten Strich zu erkennen. Und der Trade ist hier in den Gewinn gelaufen. Auf Wochenbasis können wir schon mal schauen, das ist Donnerstag, wie die Kerze aussieht. Also da muss noch einiges passieren, um auf Weekly-Basis ein Short-Setup zu bekommen. Klar ist jetzt so ein bisschen, man geht eventuell, nimmt Gewinnmitnahmen mit Gewinnmitnahmen für die Technologiemärkte, switcht das vielleicht um in andere Konsumwerte etc. Die Touristikbranche hat in den letzten Tagen zugelegt, TUI glaube ich fast 30%, ja Lufthansa 10% in den deutschen Werten, aber auch englische Touristikunternehmen waren die Gewinner dieser Woche. Ja, man spekuliert also, dass der Lockdown sich dem Ende neigt. Wir werden abwarten. S&P 500, also der größer gefächerte Markt, ja, kommt hier auch mit dem Konter ähnlich wie mit dem DAX. Und dann gehen wir eine Etage tiefer und nehmen hier mal Silber in US-Dollar. Silber
Auch hier sehen wir, nachdem die Young Trader Silber versucht haben hochzupushen, hier auf Daily Basis dümpelt der Markt so ein bisschen vor sich rum. Jetzt kommen wir zu Bitcoin. So, und jetzt habe ich heute Morgen nochmal Bitcoin mir nochmal ein paar Marktberichte angehört, etc. Und unter anderem, das wusste ich auch gar nicht, also ich lerne ja mal wieder was dazu, ist, wenn man Bitcoin ein Jahr hält, physisch, ist es steuerfrei. So, das wusste ich gar nicht. Jetzt frage ich den einen oder anderen, der bei uns im Club hier Steuerfachexperte ist, woran liegt das? Was ist das für ein Gesetz, dass ein Produkt jetzt Bitcoin nach einem Jahr steuerfrei ist? Vielleicht habt ihr da der eine oder andere die Antwort. Also Bitcoin bei 50.394. Auch hier sind wir entfernt von einem Short-Setup, sondern es ist einfach nur eine Erholung. Die Wochenkerze sieht blau aus, also immer noch long. Auf 4 Stunden gab es hier dieses Setup bei 51 etwas, dann ist er runtergelaufen, aber wenn, dann daily. Okay. Also, es geht rein und wir sehen, noch hat sich nicht so viel getan. Und für die YouTuber, ich melde mich dann gleich nochmal. Also, jetzt schnell alles schließen, rein. Und das ist die erste Box. Und parallel dazu gleich der Glockenschlag. Und los geht's, meine Damen und Herren. Erster Trade für heute ist eine Blue Box. Eine Blue Box im ersten Trade und die startet durch. Wir bleiben 2 Sekunden hier drauf. Dann schalte ich gleich mal rüber zu Christoph. Aber ich glaube, dass der Kurs hier schnell die 50er-Marke verlässt und erstmal eventuell die blaue Linie berührt. Ansonsten würden wir hier auf angepasst, dann drücken ab dem zweiten und die Vola-Box auf den linken Bildschirm mache ich auch an. 14.008 Long und 13.993 Short. Und ich übergebe kurz mal an Christoph, wie die Doppelboxen ausschauen. Genau. Obere Box ist vorbereitet, die untere wird gleich vorbereitet, wenn er noch ein bisschen tiefer geht. Damit man da in Ruhe die mittlere. Ups, da gibt es gleich ein Intraday Gap. So, jetzt ist die untere Box auch vorbereitet. Anläufen. Schauen wir mal, ob sich das heute bewahrheitet. Wir sind immer noch im ersten Trade. Das heißt, wir sind long, haben eine Box von 26 Punkte. Das heißt, Maximum brauchen wir 26 Punkte nachher, um den Trade nach Hause zu bringen. Beim ersten Anlauf haben wir etwas ja, geringeren Take Profit. Und das sind, ich zeige euch das mal hier, nur 11 Punkte. Ja, warum 11 Punkte? Ihr seht das Risiko hier, real 0,02 und auf angepasst nehme ich die Hälfte damit raus. Ja, das hat damit was zu tun. Das heißt, wir gehen etwas schneller aus dem ersten Trade raus. Aber noch ist er an der 50er-Marke, bleibt er kleben. Das kennen wir auch, weil das letztendlich ja seit mehreren Wochen auch teilweise unsere Zielmarke ist, wenn wir einen Trade auf angepasst drücken, dass wir in Richtung 50 erstmal laufen. Ähnliches Phänomen wie bei der Big Number teilweise zu erkennen. Deswegen als Orientierung sicherlich interessant. Christoph hat vorhin schon erwähnt, wir haben ein Gap noch von gestern. Das würde dann in der Richtung der Vola-Box dann auch liegen und andere Vola-Boxen. Oben hier nicht, sondern nur im unteren Feld. Also 51 jetzt zu handeln oder 51 gehandelt. Da dürfte bei Christoph auch nicht so viel los sein. Ich schalte mal kurz rum. Long im zweiten. Wow.
YouTube, das ist unser Tagebuchstrade 14005. Die blaue Linie ist unser Tech Profit und wir sind auf der linken Seite in der Volabox. So, grün oder blau, das entscheidet jetzt der Markt. Was wird die erste Box sein, die heute in den Gewinn läuft für unser Videotagebuch? Also links die Voda-Box, rechts die blaue Box und ich gebe noch einmal zurück an Christoph, der hat seinen Trade nach Hause gebracht. Fast. Fast. Also du hast noch einen. Guck mal hier, guck mal, da fehlt 0,5 Punkte. Das habe ich dich zu früh gelobt. Nein. Ja, alles gut. Kommt er vielleicht noch, kommt er noch. So, ich werde jetzt diesen Trade auf plus minus 0 setzen, einfach damit ich gleich dann den Bewerber empfangen nehmen kann. Also Einstieg auf Aus, Gegenorder löschen und diese Order hier, den Stop-Loss, einfach auf Einstand ziehen. Und dann kann hier nichts mehr passieren. Dann wird nämlich jetzt, wenn der Kurs nach oben laufen sollte, geht das plus minus 0 raus, geht es nach unten. Jetzt sehen wir im TP, ich glaube, die paar Punkte kriegen wir unten noch, aber für den Fall, dass es gleich noch dreht. So, und wir sind Landeanflug, Eröffnungstrade, Blue Box im zweiten Anlauf. Also auf diese Blue Boxen ist Verlass und raus. Und raus. Das war der Eröffnungstrade. Und wenn es hier weiter runtergehen sollte, sind wir bei der Volabox dabei, im zweiten Trade dann auf angepasst zu drücken. Ich verabschiede mich hier bei den YouTube-Lern, wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag und wir machen jetzt hier im Live-Trading-Raum weiter.